Hallihallo, Dienstag 18 Uhr, ihr seid da, ich bin da, ist es nicht schön? Willkommen beim Staffelfinale unserer beliebten Web Talks, Sony Web Talks. Und ja, Staffelfinale heißt, es ist ein Staffelfinale, aber vielleicht gibt es auch wieder einen Staffelanfang. Wir werden es am Ende der Sendung aufklären. Ja, wir haben heute das Thema Video und ich kann euch versprechen, wir haben den Pascal zu Gast. Das wird unglaublich ein großer Blumenstrauß wieder an Ideen und an Möglichkeiten. Und ja, ich möchte wie immer an dieser Stelle, da kommt die Nicola schon um die Ecke, das wundervolle Pro-Support-Team vorstellen, was hier im Hintergrund uns die Möglichkeit gibt, überhaupt auszutauschen. Liebe Nicola, ich grüße dich. Stefan, Wahnsinn, 10 Folgen. Ich weiß, ich habe den Überblick verloren, welche Staffel wir eigentlich sind. Sechste. Heute machen wir die 60. reguläre Sendung und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir parallel dazu inzwischen schon 7 oder 8 Specials, teils ja, mit, teils ohne dich, also die wir nur alleine gemacht haben, bei irgendwelchen Produktlaunches oder ja. Ja, irre. Also, wunderbares Konzept, was sich großer Beliebtheit erfreut und ja, die Idee ist aufgegangen und das ist natürlich total cool. Ja, also wir freuen uns auch total, auch wenn ihr uns Feedback gebt. Also bitte immer schön weitermachen, auch gerne konstruktive Kritik. Also wir sind da total offen für, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, sei es für interessante andere Fotografinnen oder FilmemacherInnen. Ne, Steffen? Außer ihr wollt einen Moderator, dann haltet die Klappe. Genau, Moderator, nein, den haben wir ja schon, den wollen wir nicht austauschen, der ist ganz wunderbar und ja, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit dir zusammen, Steffen, du machst das wirklich wunderbar. Ja, es macht so einen Spaß. Ja, also aber wenn ihr Ideen entweder für besondere Creator habt oder auch für besondere Themen, wo ihr sagt, das haben wir eben noch gar nicht gehabt, kann ja durchaus auch sein, dann immer her damit, auch gerne, wenn ihr sonstige Anfragen habt, wo wir oder Ideen, wie wir das noch besser oder anders machen können. Wir sind immer daran interessiert, uns kontinuierlich zu verbessern, selbstverständlich. Aber für heute bleibt nochmal alles so, wie es ist. Ne? Am Ende der Sendung den Ausblick zu mehr und für jetzt bin ich dann gleich erstmal wieder im Hintergrund, wie immer für euch und beantworte eure Fragen in der F- und A-Funktion da unten, F und A. Da können genau. Wir und nicht im Chat, da haben wir schon wieder jemanden, der links verteilt, also nein. Da das andere gleich weglöschen. Nein, das wird ignoriert. F- und A-Funktion bitte nutzen. Dann können wir nämlich die Fragen auch an den lieben Steffen durchreichen und der kann sie dann Pascal stellen. Und Pascal, super, super spannender Typ, auch wie er zu dem Thema Film gekommen ist. Und das wird er euch aber gleich erzählen. Und ich freue mich und wünsche euch auch viel Spaß jetzt. Danke, liebe Nicola. Ja, Nicola ist Teil des Sony Pro Support Teams. Das heißt, das ist so ein Team aus Leuten, die sich um die Profis bei Sony kümmern. Und ich kann euch sagen, das ist eine ganz wundervolle Betreuung, weil ich profitiere auch davon. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal ins Profilager wechselt oder vielleicht schon drin seid und die Bedingungen erfüllt, dann werdet ihr von diesem wundervollen Team, was hier im Hintergrund an den Tastaturen sitzt, betreut und begleitet. Und ja, als Zweiten im Bunde an dieser Stelle, wie immer, der Oliver, auch Sony Pro Support Team. Immer wenn irgendwas ist, wo ihr nicht weiterkommt, Olli hilft. Ja, Steffen, ja, schön, heute auch wieder dabei zu sein. Also ich glaube, die nächsten Wochen werde ich diese dienstagabendliche Ankündigung meiner Person auf jeden Fall vermissen. Aber ja, ich hoffe, es wird weitergehen, beziehungsweise ihr werdet vielleicht am Ende der Sendung ja auch erfahren, was unsere Pläne sind. Also ja, wie Nicola schon gesagt hat, ne, also gebt uns wirklich Feedback, das ist für uns sehr, sehr valide und ja, vielleicht erreichen wir ja irgendwann auch mal die Anzahl an Folgen wie Markus Lanz oder so. Also da arbeiten wir auf jeden Fall hin. Mir macht es sehr viel Spaß und ich denke mal heute auch der Talk mit Pascal zum Thema Video wird wieder sehr, sehr spannend. Also der eine oder andere hat vielleicht schon mal geguckt, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Also der hat auch schon einige Filme für Sony gemacht, auch zusammen mit Dennis. Aber dazu wird er euch dann gleich noch was erzählen. Also von daher viel Spaß heute bei unserem letzten Staffeltalk. Danke, lieber Oliver. Ja, und Dritter im Bunde an dieser Stelle, mein lieber Sergej. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen.
Sergej aus der Nähe von Köln. Ich denke, vergesse immer Hürz oder Wurz oder. Korrekt, Fürth ist ja gehört, also ist nur in der Nähe von Köln, ist ein eigener Bereich hier quasi. Ich freue mich auch total heute auf einen Talk mit Pascal, weil er uns vor allem auch ein bisschen in die Bearbeitung mit reinnimmt in Adobe Premiere, was für viele wahrscheinlich sicherlich noch Neuland sein wird. Und dort zeigen wir dir diesen unglaublich coolen Schnitt mit diesen Matchcards, was auch ein Fachbegriff ist, was er uns hoffentlich noch erklären wird, wie er das alles anstellt und das wirklich zu ganz kurzen, coolen Clips da vereint. Von daher, ja, stellt Fragen in die F&A-Funktion und ansonsten viel Spaß beim Talk. Ganz genau. Danke, lieber Sergej. Ja, er hat es eben gesagt, die F&A-Funktion nutzen. Ich glaube, gerade beim Thema Video poppen eine ganze Reihe Fragen auf, bei mir auch immer. Ich habe ganz früher mal viel Film gemacht, aber das ist schon so lange her, dass die Möglichkeiten der heutigen Kameras völlig neue und andere sind. Und ja, ich mache auch Video, ich schneide die auch, aber so richtig, richtig, richtig tief drin bin ich da nicht. Und ich hoffe, dass der liebe Pascal mir heute so ein bisschen ein paar Fragen beantworten kann. Ich würde mich freuen, Pascal, wenn du jetzt zu uns kommst. Ich liebe deinen Nachnamen, lieber Pascal Blaurock. Heißt du wirklich so, oder ist das ein Künstlername? Hallo, nein, das ist wirklich mein Nachname. Man mag es kaum glauben. Ja. Schön hier zu sein. Pascal, du kommst aus Erfurt und offenbar ist Erfurt irgendwie mittlerweile das Zentrum guten Films geworden, weil Dennis Schmelz, den wir hier auch schon hatten, kommt auch aus Erfurt. Ihr beiden arbeitet auch viel zusammen, ne? Ja, genau, richtig. Ja, wir haben hier gerade in Erfurt wirklich viele, viele talentierte Filmer und Filmemacher. Ich glaube, da sind wir auch sehr gut aufgestellt untereinander, weil wir halt einfach die Möglichkeiten haben, uns zu vernetzen und irgendwie auch zu kommunizieren miteinander. Ey, was hast du für Projekte? Wie sieht's aus für die Zukunft und sowas? Das macht schon Spaß hier, ja, da hast du recht. Ich wäre so gerne mit in Erfurt. Ich habe Dennis einmal besucht, ich habe ihm da was übergeben und das ist wirklich, das ist eine coole Stadt eigentlich. Also es ist wirklich mega unterschätzt. Vor allem diese Konnektivität untereinander ist total cool. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch so noch nicht, also man muss ehrlich sagen, ich habe das in dem Ausmaß auch noch gar nicht so krass erlebt in anderen Städten. Man hat ja auch mittlerweile so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf, aber ich finde, das Empfinden habe ich hier null. Gar nicht, überhaupt nicht. Und das ist schon schön. Ja. Pascal, du bist, seit wie vielen Jahren bist du Filmer? Das ist eine interessante Frage. Ich bin jetzt allein selbstständig in meinem zweiten Jahr. Also ich habe letztes Jahr mein allererstes Jahr gehabt als Vollzeit-Selbstständiger, Freelancer. Und davor war ich quasi so ein bisschen in der Agentur tätig, 3 Jahre lang, habe dann quasi dort auch gelernt und hatte dann so ein bisschen Nebengewerbe am Laufen. Ja, aber jetzt heißt, du hast Mediengestaltung irgendwie. Genau, richtig. Ist eine lange Story. Ich hatte ja einen Unfall gehabt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Warte mal, bevor wir da reingehen, will ich einmal einen Trailer für die Zuschauer sehen und dann. Ja, gerne, na klar. Ich werde den vergessen. Also für alle euch da draußen mal so einen kleinen Überblick über das Portfolio von Pascal, damit ihr mal so ein bisschen ein Bild kriegt, was er so für Filme macht. Mega. Weißt du,
Das ist halt das, also was mich total Bock dabei ist, dass so eigentlich relativ trockene Themen irgendwie so in Szene gesetzt werden, dass du sogar als jemand, der da überhaupt nicht drin ist, gerne zuguckst. Weil nichts das ist schön zu hören. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, meine Intention. Ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen in die Industrie reingerutscht. Das war eigentlich auch am Anfang gar nicht so mein Ziel. Aber das finde ich so interessant, weil ich auch einfach coole Klienten habe, die wirklich bereit sind, auch zu sagen, wir möchten nicht mehr diesen Einheitsbrei haben, sondern wir wollen versuchen, auch mal was Neues zu haben. Und dadurch habe ich einfach so ein bisschen diese kreative Entfaltung, die ich eigentlich auch mir in dem Beruf wünsche. Das ist schon ganz cool. Wie viel freie Hand kriegst du denn da? Also ich meine, das ist ja das, was wir jetzt eben gesehen haben, das war ja schon echt sehr modern. Und wenn ich mir die Themen so angucke, also ich arbeite nun auch viel für die Wissenschaft, da ist man nicht immer so progressiv. Da hast du recht. Ich habe einen großen Kunden, der kommt auch aus Jena, quasi um die Ecke von Erfurt. Die bauen Mars-Roboter und Laser. Da hast du natürlich riesengroße NDAs und viele Konzerne, die da wirklich ihre Hände mit drin haben und auch, wo viel Geld eine Rolle spielt, einfach gerade bei den Produkten. Dieser Konzern begleitet mich gerade mittlerweile so oder unterstützt das, was ich mache, so stark, dass sie sagen, mach bitte das, was du denkst, was hier richtig sein könnte. Das finde ich halt schon ziemlich cool und vor allem auch krass. Ja, vor allem nach dem zweiten Jahr. Du weißt ja, normalerweise ist das so, die ersten Jahre der Selbstständigkeit, die sind normalerweise geprägt von, vielen Dank für den Auftrag, ich mache alles, was Sie sagen. Ja, das stimmt, da hast du recht, da bin ich voll bei dir. Das war leider die Anfangszeit bei mir als nebenberufliche Tätigkeit, würde ich mal so sagen, auch so. Also da hast du schon geguckt, okay, was nimmst du jetzt hier an, was machst du so? Aber das hat sich dann glücklicherweise echt schnell entwickelt. Da bin ich echt sehr glücklich drüber, dass ich da so viel Glück hatte. Du hast eben erzählt, dass du seit 2 Jahren erst so richtig selbstständig bist, davor eher eine Ausbildung nebenbei Projekte gemacht hast. Wie bist du überhaupt zur Filmerei gekommen? Also irgendwann hast du ja mal festgestellt, ach, das wäre was für mich. Das ist eine interessante Frage. Ihr müsst euch vorstellen, ich war früher Vertragssportler. Das ist quasi, ich wurde bezahlt und hatte Sponsoren für eine sportliche Tätigkeit. Ich war Freestyle-Mountainbiker. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie BMX-Fahren, bloß mit einem Mountainbike, auf Rampen und Sprüngen mit Rückwärtssaltos und sowas und mit vielen Tricks, die man da so macht. War da auch relativ erfolgreich, hatte viele Titel gehabt und auch viele Wettkämpfe gewonnen. Okay. Und 2016 hatte ich dann meinen allerersten und auch meinen letzten Unfall. Der war leider so gravierend, dass ich mir das Knie luxiert habe. Das klingt jetzt für viele erstmal ein bisschen fragwürdig. Ihr müsst euch vorstellen, dass du das Kniegelenk ausgekugelt hast und das ist eigentlich fast unmachbar. Also ich war deutschlandweit damals der Erste, der diese Verletzung hatte mit 26 und habe dann auch quasi so ein Teilgelenk bekommen. Das war ein ziemlich krasser Prozess. Also der hat mich jetzt 2 Jahre gekostet, auch 2-mal neu laufen lernen, 7 OPs gehabt. Also es war unfassbar viel, was auf einmal dann auf mich zukam. Ich war arbeitslos geworden, weil ich durfte meinen Beruf nicht mehr weitermachen. Und da fällt man halt erstmal so ein bisschen in ein Loch. Aber ich finde, diese Zeit hat mich so geprägt und ich habe mich dann auch so neu orientieren dürfen, was mich dann auch schlussendlich zu diesem Job gebracht hat oder zu dieser Passion, würde ich fast sagen. So ein starker Ausgleich zum Fahrradfahren. Macht mir mindestens genauso viel Spaß. Aber du kannst jetzt noch Fahrrad fahren gehen. Ja, noch, genau. Ne? Ja. Ich kann euch mal gerne ein Video teilen. Ich kann euch mal zeigen, was eigentlich so abging, was ich da so gemacht habe. Und da bist du, mal kurz gefragt, gestürzt mit dem Ding, oder? Ja, genau, richtig. Ich hatte quasi, ihr müsst euch vorstellen, die Halle, wo ich trainiere, die war immer mit so einem Reinigung, die wurde halt gereinigt, die wurde nass gewischt. Und das passiert alle 10 Jahre mal, wenn überhaupt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Training und habe nicht gewusst, dass da alles gewischt wurde und bin dann quasi mit dem Hinterrad weggerutscht. Also was ganz Banales. Es ist wirklich nicht große Action gewesen. Es war echt sehr unglücklich, würde ich fast sagen. Okay, dann zeig mal. Ja, gerne. Can you do it faster? First try. First try. Because it doesn't get much more gay than this. Verpiss dich mit deiner Billigkamera! Thank you.
vorher. Ist gar nicht schlecht, ne? Ich würde auch gerne so Fahrrad fahren können. Hat trotzdem viermal die Tattoos. Scheiße. Scheiße. Ja, das war's. Aber man sieht, dass du da aus einer Welt kommst, der schnellen Schnitte, der schnellen Bewegung, der coolen Musik. Da hast du wahrscheinlich auch, bist sehr viel geprägt worden und hast da wahrscheinlich auch viel irgendwie mitgenommen, ne, jetzt in die... Ja, ja. Da gebe ich dir voll recht, das ist auch ein guter Ansatz. Gerade dadurch hat man ja auch so gelernt, weil man viel auf Reisen war, auch viele Wettkämpfe mitgemacht hat, man musste sich auch so ein Stück weit vermarkten. Das heißt, du hast ja deine Sponsoren gehabt, die dich dann irgendwann unter Vertrag genommen haben und da musst du auch so eine gewisse Leistung abbringen. Nicht nur das Fahrerische, sondern du musst ja auch irgendwie eine Persönlichkeit werden. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt aber noch nicht so extrem, wie das heutzutage ist. Ich meine, heute ist ja mittlerweile jeder so ein bisschen, ja, wie kann man das denn sagen, auf dem Weg zum Influencer oder ich möchte irgendwie durch YouTube berühmt werden, Instagram oder sonst was. Das war damals noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Aber ich habe dadurch halt einfach gelernt, Fotos zu machen, Fotos zu bearbeiten und auch vor allem kleine Videoclips zu schneiden. Das war noch ein ziemlich schwerer Prozess mit iMovie. Also da gibt es echt Sachen, da bin ich verzweifelt. aber das waren so die Anfänge zu dem, was ich jetzt mache. Und das war auch schon ganz cool. Also das hat Spaß gemacht. Dann hattest du die Ausbildung und wie bist du dann, ich meine, irgendwann musst du ja zusehen, dass du auch an Aufträge kommst, machst dich selbstständig. Wie ging das so? Das war auch ein relativ glücklicher Prozess, muss ich sagen, muss ich wirklich schon so sagen, da hatte ich echt viel Glück. Gerade durch diesen Radsport hatte ich halt einfach ein sehr, 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 sehr krasses Netzwerk. Mhm. Und auch die Leute, die mit mir aufgewachsen sind, die wurden ja auch dann immer älter und erwachsen. Die haben ja dann quasi auch das Fahrradfahren sein gelassen oder ihre Sportarten haben dann so langsam ihre Business aufgebaut. Und die haben dann so langsam gecheckt, ey, der Pascal, der macht jetzt langsam Videos und Fotos und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich könnte doch mal fragen, wie es aussieht, ob er was für mich machen möchte. Und dadurch kam das bei mir so ein bisschen zustande. Und ich hatte glücklicherweise durch diese Fahrradgeschichte, wie du es vorhin schon so schön erwähnt hast, so einen kleinen kreativen Impuls, irgendwo hinzugehen, was keiner so richtig macht. Also schnell sein, Dynamik reinbringen, viele Überblendungen, viele Speedramps, also so Beschleunigung der Videoclips und sowas. Das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Leute gemacht. Und das fand ich schon ziemlich geil. Ja, ist irre. Also und dann lief das eigentlich, also das, dann lief das relativ gut an. Das ist eigentlich so für viele, ich kriege das immer in meinen Workshops gefragt, wie kommt man da so rein, wenn man da will und so. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Also komplett immer. Ob das jetzt in der Hochzeitsfotografie ist oder in der Reportage oder egal wo. Jeder ist irgendwo in einer Firma irgendwann, die irgendwann mal irgendwas brauchen. So. Und richtig. Also Netzwerken. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Für den Anfang finde ich es auch einfach wichtig, sich selber erstmal zu entwickeln, um zu wissen, was man eigentlich machen möchte. Ich meine, da hat man im Film gerade sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch beim Fotomachen natürlich. Aber im Film hast du immer noch so eine spezielle Art, wie, welche Richtung möchtest du machen? Willst du Reportagen machen, Dokus machen? Möchtest du einfach nur kurze Social Media Ads bauen? Oder da hast du so viel Freiraum. Und das muss man, glaube ich, erstmal vorweg wissen, wo man hin möchte. Und dieser Prozess ist sehr wichtig. Ja, wie hast du das für dich rausgekriegt, was du willst? Aber das war auch ziemlich lustig. Grundsätzlich mein erstes Standbein in meiner Selbstständigkeit war auch eine sehr witzige Geschichte. Ich bin der Tourvideograf von einem DJ. Das ist der ehemalige DJ der Fanta 4. Ach. Der ist mehrfacher DJ-Weltmeister. Der hat quasi im Scratching und Zusammenmixen mehrere Titel geholt. Und der kam nach Erfurt zu mir, ins Kalif. Also das ist eine Diskothek bei uns. Und hat gefragt, ey, wir brauchen spontan heute Abend einen Fotografen oder Videografen für diese Show. Und ich wusste nicht, wer das war. Und da wurde ich angerufen, erste Zeit. Ja, eigentlich gar nicht. Ja, das ist der und der, der hat Red Bull so ein bisschen an der Hand und sowas. Und das klingt für mich erstmal so, wow, okay, gut, das ist vielleicht ein Sprungbrett. Ja, wir haben 100 Euro Budget. Naja. Ja, okay. Immerhin. Muss man halt ablegen, ne? Macht man das, hat man da Lust drauf? Und ja, und so kam das dann zustande. Und dadurch, nach diesem Abend, die Fotos, die ich gemacht habe, waren total verkackt. Also das erste Mal, dass ich in der Diskothek fotografiert habe, ohne Blitz, ohne irgendwas, ging gar nicht. Also ich habe mich sogar geschämt. Aber das Video hat den Rats rausgehauen. Also der hat das Video bekommen und hat gemeint, krass, ich rufe dich morgen an. Haben wir dann auch das Telefonat geführt und hat gemeint, du begleitest mich auf meiner World Tour. Und wow, krass, was heißt das? Ja, wir reisen alle Länder ab. Ich spiele in Indien, Russland, Paris, in Italien, überall, Japan. Und du bist mein Videograf. Du unterstützt mich so ein bisschen, filmst das alles, fotografierst das. Und wir haben eine geile Zeit.
Und jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass es nur an dem Video gelegen hat oder hängt da auch ein bisschen Personality dahinter? Keine Frage. Ich glaube, ja, personell. Mittlerweile glaube ich, dass da dass ich da auch so ein bisschen mit rein fungiere, sage ich mal so. Ich merke das auch in meinem Business, du musst halt auch zum Kunden passen. Und du komplett. Wirst nicht nur wegen deines Produktes gebucht, sondern auch aufgrund deines Auftretens. Also als DJ willst du ja auch nicht so einen alten Sack wie mich jetzt an deiner Seite haben, sondern so einen coolen, tätowierten Typen wie dich. allerdings würde dich wahrscheinlich dafür kein Politiker mitnehmen irgendwie. Ja, genau. Ja, so ist es aber. Du hast vollkommen recht. Ich finde es auch, glaube ich, wichtig, dass es so getrennt wird, weil dadurch hat einfach jeder die Möglichkeit, seinen Job zu machen, den er halt gerne macht. Du hast ja vorhin erzählt, dass du so einen Film hattest, der so ein bisschen durch die Decke ging, der so ein bisschen auch der Startschutz war. Genau, das war aber so ein bisschen diese, also meine ersten Anfänge vom Video waren so ein bisschen diese Carporns. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der JP hat ja so einen riesengroßen YouTube-Kanal und der stellt ja halt seine Autos vor und hat ein paar Videografen, die filmen dann ihre Autos ganz cool. Also da geht es halt darum, ja, das Auto so am besten in Szene zu setzen. Und das war so für mich so das Ding, wo ich sage, okay, da kannst du dich kreativ ein bisschen entfalten. Das interessiert auch keinen, wenn es mal scheiße aussieht und du kannst es erstmal machen. Und damit habe ich so meinen ersten Mark verdient und hatte dann so ein, zwei Videos rausgehauen, die total, also die wurden richtig krass angenommen. Also da haben die Leute gesagt, krass, sowas haben wir noch gar nicht gesehen, können wir das nicht vielleicht irgendwie auch bekommen? Und damit hat sich das dann alles aufgebaut. Und das umzusetzen von dem Video in normale Projekte, wie zum Beispiel große Firmen, die Imagefilme möchten oder Videos für ihre Azubis, um die irgendwie so ein bisschen zu bewerben und das zu kombinieren, war dann so ein bisschen die Kunst, hat mich auch, glaube ich, jetzt so ein Jahr in dem Prozess begleitet, das herauszufinden, wie man das am besten auch umsetzen kann. Ich denke, das habe ich jetzt ganz gut raus. Und das war interessant. Dieser Prozess war sehr interessant, fand ich. Lass uns mal ruhig so ein bisschen reingehen in deine Arbeit. Du kriegst einen Auftrag von einem Unternehmen für einen Imagefilm oder sowas. Ja. Wie gehst du vor? Erarbeitest du ein Drehbuch? Legst du das vor? Lässt du dir das abnehmen? Oder überlässt du da viel dem Zufall? Fährst einfach hin, nimmst ein paar Clips auf und machst flotte Musik drunter? Oder? Das ist immer abhängig von dem Kunden. Also ich merke schon, dadurch, dass ich halt auch diese sportliche Hintergrundgeschichte habe oder diesen sportlichen Hintergrund, weiß ich ungefähr, wie man so ein bisschen mit Menschen umgehen kann und auch muss. Da ist man einfach verpflichtet, sich so ein bisschen auch anzupassen, wenn man halt wirklich einen Job haben möchte in dem Sinne. Also man jetzt als Blödmann da reinzukommen und sich zu verhalten, wie man es normalerweise auf der Couch macht, das bringt alles nicht. Und da ist eigentlich so der Kundenkontakt so das Wichtigste. Also erstmal kennenlernen, erstmal schauen, was haben die eigentlich so für Produkte. Vielleicht auch den persönlichen Kontakt suchen. Ich meine, durch Corona hat man leider so ein bisschen diese Einschränkung gehabt, dass man da einfach versucht, auch so ein bisschen wirklich face-to-face miteinander zu agieren, um zu wissen, okay, so tickt der, das würde ihm gefallen, könnte ich mir vorstellen und das nicht. Und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen verkaufen und vor allem auch sein Produkt. Also man muss das schon so ein bisschen mit einer gewissen Empathie rüberbringen und aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, sodass man halt genau weiß, was man macht. Das finde ich schon interessant, das auch so aufzubauen. Okay, dann hast du den Kunden kennengelernt und schreibst du dann ein Drehbuch oder wie machst du? Konzepte, genau, es geht meistens immer so in die konzeptionelle Phase. Wenn wir jetzt zum Beispiel, der Kunde hat ja meistens immer eine Vorstellung, also wenn du gebucht wirst oder angefragt wirst, dann hat er ja schon so eine gewisse Vorstellung, was er haben möchte. Und das ist dann einfach so dieses Know-how, was man dann als Videograf wahrscheinlich auch über die Jahre aufbaut, zu wissen, okay, das würde ich so umsetzen, das würde ich so umsetzen, würde ich auch erstmal mündlich kommunizieren am Telefon, so ein bisschen Brainstorming auch veranstalten. Und dann geht es so in die konzeptionelle Phase. Das heißt, ich schreibe das nieder, was irgendwie so ein bisschen gefragt ist. Entschuldigung. Und dann geht es einfach auch so ein bisschen in diese Schleifen. So, ja, das gefällt mir, das können wir vielleicht ändern. Da müssen wir aber unbedingt das erwähnen. Dann brauche ich Informationen. Was muss alles gesagt werden in dem Film? Was muss unbedingt rübergebracht werden? Was ist ein No-Go? Und darauf baut sich dann quasi auch diese ganze Geschichte von so einem Imagefilm auf. Machst du dann auch so richtig so ein Scriptboard, dass du das so anskizzierst? Das mache ich gar nicht. Da bin ich raus. Nee, das mache ich wirklich gar nicht. Ich habe einfach für mich entschieden, dass es das schränkt mich persönlich, ich weiß nicht, wie der andere drüber reden, aber mich persönlich schränkt das so ein bisschen ein, sich strukturiert irgendwo lang zu hangeln, weil vor Ort passiert immer irgendwas, was nicht vorhersehbar ist. Immer. Also ich habe noch nie einen Dreh erlebt, der wirklich strukturiert so abgelaufen ist, wie man es geplant hat. Noch nie. Okay. Okay, und dann gehst du halt rein. Da kommen auch schon die ersten Fragen.
für so ein Newbie, also ich hab schon so ein bisschen gefilmt und sowas und ich Leute haben jetzt, ich sage jetzt auch schon mal eine Alpha 7 irgendwie im Schrank und nochmal ein 35er oder so. Was wäre denn so der Grundstock oder was würdest du sagen, was braucht man denn, um da mal reinzukommen, um mal so ein Low-Budget Unternehmensvideo zu machen? Was brauche ich dafür? Also grundsätzlich auf jeden Fall erstmal eine Kamera mit einem Objektiv. Am besten ein Teleobjektiv, weil damit kann man, oder mit einer schönen Brennweite, wo man alles so ein bisschen abdecken kann. 16-35 von Sony würde sich wahrscheinlich anbieten, weil das ist einfach so das Ding, wo du halt einfach die Möglichkeit hast, alles so ein bisschen nochmal abzudecken. Ich habe das jetzt nochmal wiederholt. Aber grundsätzlich du sagst, reicht schon eher so ein bisschen weitwinkliger, wenn du sagst 16-35. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man Industrie- oder Imagefilme produziert, je nachdem, was das für ein Kunde ist, muss man ja auch so ein bisschen dieses Raumgefühl vermitteln. Und das schafft man eigentlich fast nur mit einem Weitwinkel. Mhm. Also auch dieses viele, meiner Erfahrung nach, viele Kunden wollen halt so dieses Brachiale. Die wollen ja auch so ein bisschen sich vermarkten dadurch. So, ich bin cool, ich habe so große Maschinen, so große Lagerhallen und sowas. Und das vermittelt man einfach mit so einem 16mm Objektiv oder 14 am besten sogar noch. Natürlich eine Kamera, da würde ich vielleicht, also ich habe mit einer APS-C-Kamera angefangen, mit der Alpha 6000 und 6500. Die hat super lange, super gut ihre Dienste erwiesen. Allerdings im Lowlight habe ich mir dann gedacht, gut, du brauchst auf jeden Fall Vollformat. Und da gibt es ja mittlerweile die A7C, davon bin ich super krasser Fan. Ich habe gesagt A7S3 oder so. Ja, klar, das ist dann schon sehr professionell, würde ich fast schon behaupten. Ah, ja, okay. Aber so für die Anfänge finde ich die A7C eigentlich mit so das Krasseste, was man haben kann. Weil die macht super geile Fotos, die macht super geiles Videomaterial. Vollformat, mega kompakt. Sieht super geil aus, ja, richtig. Das stimmt. Und damit kann man eigentlich schon, ist man schon gut aufgestellt. Natürlich Tonequipment ist ganz wichtig, gerade wenn man Interviewsituationen nachbauen möchte. Licht ist auch mit das Allerwichtigste, finde ich, für so einen Videodreh. Einfach wenn kein gutes Licht ist und auch man die Leute in einem Interview nicht gut ausleuchtet, dann wirkt es auf jeden Fall schon mal crap. Also dann sieht es schon mal nicht so gut aus. Mhm. Und was ein Gimbal vielleicht. Also du hast ja sogar so ein What's in the Bag für uns mitgebracht. Ja, kann ich gerne mal öffnen, wenn ihr wollt. Genau, mach mal auf und dann, okay, also Objektiv habe ich verstanden, Kamera habe ich verstanden, Licht sagst du, was würdest du da für Licht, also ich bin hier großer Dedolite-Fan, ich habe hier 5 Funzeln, die ich auch zum Fotografieren sehr gerne nutze, was ist dein Tipp für Licht? Hier habe ich mal kurz aufgelistet, was so grundsätzlich in meinem Equipment mit drin ist. Für das Licht habe ich von Nenlight mittlerweile fast alles, die sind relativ neu auf den Markt, ist so ein bisschen das Pendant zum Aperture, aber halt auch preisgünstiger. Haben mega viel, also man kann echt ziemlich viel ausleuchten damit, die haben echt richtig viel Bums, würde ich mal so sagen. Ich gucke gerade, wie heißen die? Nenlight? Nenlight, genau, N-A-N und dann Light zusammengeschrieben. Und da sagst du, da hast du alles, also das sind so Flächen. Ja, genau, richtig, prinzipiell richtig, genau. Da gibt es jetzt auch noch eine ganz große davon, die habe ich noch nicht, weil war noch nicht so im Einsatz, wo ich sage, dass ich das brauchen könnte. Aber im Prinzip ist das ein guter Ausgleich zum Aperture, der ein paar Mark mehr kostet. Okay, also das sind so LED-Flächenleuchten. Dein Tipp ist auch genau richtig. Ja, mittlerweile, die sind auch richtige Strahler. Also die haben auch wirklich richtig viel Dunst. Okay, cool. Ja. Dann habe ich noch von Neuer, also was ich auch empfehlen kann, ich habe von Neuer, das ist ja mittlerweile so eine, ja, fast schon Billigmarke, würde ich es bezeichnen. Die ist bei Amazon viel vertreten. Aber die haben so Lichtpanels rausgebracht, die haben so schönes Beauty-Licht, also das ist, die habe ich jetzt auch gerade stehen, da habe ich links und rechts vor mir 2 Stück stehen, da braucht man auch keinen Diffusor mehr und nichts und auch irgendwie nichts bouncen, sondern die kann man direkt ins Gesicht strahlen lassen und die machen ein richtig schönes Licht. Mhm. Die kann ich auch empfehlen, die sind zwar ein paar Mark teurer, aber die kann ich wirklich empfehlen, die sind super, damit kriegt man auch viel hin. Ja, dann sehen wir schon, ich erkenne da die A7C, dann hast du da eine A7S liegen, ist das richtig? Eine A7S3, genau, und eine FX3. Und eine FX3. Da ist gerade so ein bisschen die Darstellung bei uns ein bisschen kaputt. Dann sehe ich aber bei dir auf jeden Fall Ansteckmikrofone von Rode und ein Richtmikrofon. Genau, richtig. Das ist sind das auch so besser jetzt, wenn ich das so mache? Seht ihr das besser? Ja, ist ein bisschen besser, genau. Ja, jetzt wird es genau. Ah, alles klar. okay, dann also für den Ton sagst du Rode, das sind so Ansteckmikrofone, habe ich auch. Genau. Die finde ich ganz geil, genau, die finde ich ganz gut. Seht ihr meine Maus? Kann man das jetzt so quasi,
Genau, hier habe ich das NTG 4 Plus, das ist relativ neu rausgekommen. Kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Das ist ein Richtmikrofon, damit kann man Interviews relativ, eigentlich schon fast perfekt aufnehmen, weil die Qualität von dem Mikrofon ist einfach Bombe. Und man hat natürlich noch drei Einstellknöpfe, wo man die Möglichkeit hat, auch einfach Noise Reduction rauszukriegen, Hintergrundgeräusche wegzupegeln. Auch mal eine Verstärkung mit reinzubringen und das mit einfachen Knopf drücken. Okay. Und das Allerschönste ist bei diesem Mikrofon einfach, dass man das per USB laden kann. Also man stöpselt das mittlerweile einfach nur noch an und dann ist es geladen. Der Akku sitzt hier vorne im Mikrofonbereich und ist man halt einfach ready to go. Also es geht ganz schnell. Für die, die nicht wissen, was ein Richtmikro ist, das heißt, du kannst es auch ein bisschen weiter wegstellen und dann genau den Protagonisten richten. Und das, genau, der Ton wird quasi nur hier oben gefangen und am besten, also der hat so einen Kegel, der ist quasi so in diesem Format und alles, was hier reinkommt, wird dann quasi aufgefangen. Und wenn man jetzt von der Seite irgendwelche Hintergrundgeräusche hat oder ein Interview macht auf einer Messe, das hatte ich jetzt letzte Woche, da war ich im Europapark, dann wird es quasi gefiltert und wird auch fast rausgepegelt. Also das hört man dann fast gar nicht. Cool. So, was haben wir noch? Drohne. Da bin ich auch immer, ich habe mir mal eine gekauft, die habe ich wieder verkauft, weil ich so blöd war, das Ding zu fliegen. ich sehe da was und denke, oh geil, und dann habe ich die Drohne vergessen und so. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen unkonzentriert. Welche Drohne würdest du denn aktuell, wenn ich jetzt Fotos machen will, empfehlen? Ah, das ist die Mavic 3 ist einfach Spitzenreiter. Ich selber habe sie noch nicht, ist aber auf jeden Fall in Planung. Aber das ist ja, also die ist ja wirklich gerade wirklich so, okay, next Mavic level, auch was so Video betrifft. Okay. So, ich habe jetzt hier die Mavic, Mavic R2, die macht auch super Fotos, die hat auch 48 Megapixel, ist schon schön, aber ist trotzdem nochmal was anderes, wenn der Sensor größer ist, wie bei der Mavic 3. Dann sehe ich so unter deinem Laptop so zwei kleine Handflächen leuchten, richtig? Ja. Komisch, die sind super. Benutzt. Da habe ich das durch den Dennis kennengelernt. Da hatten wir auch hier in Erfurt eine Messe gefilmt zusammen und da hatten wir schnelle Interviews gesammelt. Das heißt, Kamera in die Hand genommen, der eine nimmt das Mikrofon, auch ein Richtmikrofon mit einer Angel, mit so einem Boom-Mic und dann los und dann einfach Leute überrascht, so, ey, wie findest du es hier? Ja. Und das war einfach dann so dieses nice to have, so eine kleine Lampe einfach nochmal ins Gesicht zu halten, dass man einfach so eine kleine Aufhellung hat und man erhebt sich dadurch halt einfach hervor von dem Hintergrund. Ja, und da hatte ich mir da auch direkt zwei bestellt und die habe ich immer irgendwo im Hintergrund liegen, wenn ich irgendwas mache. Das ist super schön und lässt sich schnell bearbeiten damit. Sind ja auch nicht schwer, ne? Nee, gar nicht. Richtig. Der Gimbal, was hast du da für einen? Da habe ich den R2, der ist auch von DJI relativ neu. Den kann ich auch empfehlen, weil der einfach von seinem Handling her und von den Programmiermöglichkeiten, die man damit hat, on top ist. Also das trägt bis zu 4 Kilo, 4,5 sogar. Das heißt, ich könnte jetzt auch die FX3, wie sie hier gerickt ist, draufbauen und das Ding würde so tragen. Cool. Ja. Nicht schlecht. Das ist schon nice. Gibt es auch noch von Tilda so einen riesen Cage. Da hat man dann die Möglichkeit, auch so ein bisschen dieses diesen Ring Grip zu benutzen. Da hat man auch viele Stabilisationsmöglichkeiten aus der Hand. Also das ist nochmal ein Stück stabiler, als wenn ich das als Einhand oder Zweihand hintereinander Gimbal nutze. Und kann ich empfehlen. Cool. Alles andere sind so Kleinkram, Tools, Tolls. Ja, genau. Genau. Richtig. Der Björn fragt hier, weil wir gerade so bei diesem, was brauche ich als Anfänger für Equipment und sowas, der fragt, wie steigt man denn so als Beginner mit dem Pricing in den Markt ein? Also was sind da so die Sätze oder wie viel kann man nehmen oder sprichst du vielleicht den Kunden direkt an, wie viel Budget hast du und ich gucke da, ob ich es hinkriege oder wie gehst du davor? Das wäre, glaube ich, so für den Anfang das Allerbeste. Also ich habe das auf jeden Fall auch so gemacht. Ich habe gesagt, um einfach mich auch selber ranzutasten, ich habe ja auch gar keine Ahnung gehabt, wie wird das eigentlich preislich verhandelt. Das habe ich jetzt auch im Laufe der Jahre erst gelernt. Ich habe auch viele Produkte viel, viel zu günstig verkauft. Was aber nicht heißt, dass es schlecht war, sondern das war einfach so dieser Lerneffekt, Learning by Doing. Ne? Also man hat halt gemerkt, okay, das war doch viel zu günstig und beim nächsten Mal mache ich es halt mit mehr Preis. Am besten mit dem Kunden absprechen, ja, das sehe ich genauso. Einfach fragen, ey, was habt ihr im Budget? Und da muss man sich für sich selber entscheiden. Ich glaube, das kann auch jeder nur für sich selber entscheiden. Ist es mir das wert, meine Zeit für dieses Budget zu verwenden? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man selber ein schlechtes Bauchgefühl hat, egal wie gut die Qualität am Ende ist, dann würde ich das auch vielleicht abraten. Einfach erstmal
dass man sich selber zufriedenstellt mit dem, was man da anbietet. Ja. Wenn du sagst, du hast für 50 Euro, bist du da super happy mit einem Video, dann nimm 50 Euro, das ist klar. Aber wenn der Kunde sagt, hier, wir haben 100 Euro Budget für einen ganzen Tag Dreh und Schnitt und ja, dann, das klingt ja schon doof. Ja, ja, also ich finde auch, also ein bisschen Wertschätzung muss schon immer dahinter genau. sein. Also richtig, ja. Daran merkst du auch, wie wichtig, also ich weiß nicht, wenn ein Kunde sagt 50 Euro am Tag oder sowas, dann brauchst du da auch nicht erwarten, dass du in Zukunft irgendwas nochmal einen geilen Job von dem kriegst, sondern das sind ja meistens. Genau. Und ich sage immer, Schnäppchenjäger kennen Schnäppchenjäger. Das heißt, die empfehlen ja, genau. anderen Schnäppchenjägern. Also richtig, richtig. Ich glaube, das ist auch die Kunst, des Selbstständigen, einfach auch dieses Pricing, auch diese Verhandlungsbasis zu schaffen und auch sich selber so zu vermarkten, dass der Kunde von vornherein weiß, na, wenn ich jetzt hier 100 Euro habe, dann brauche ich das gar nicht anfragen. Also das ist so, das wäre so das Beste, was einem passieren könnte, wenn die Kunden schon vorweg sagen, okay, pass auf, wir wissen, du machst krassen Scheiß, wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier einfach das Budget auf den Tisch zu hauen, sag uns, ob das passt, wenn nicht, müssen wir aufstocken, das wäre halt wirklich optimal. Ja, der Björn fragt auch, was ist denn so dein Lieblingsgear? Also wenn ich jetzt sage, pass auf Pascal, ich will jetzt mal, ich fahre jetzt 2 Wochen durch Vietnam, kommst du mit, machst einen kleinen Film, kannst nur eine Kamera, ein Objektiv mitnehmen. Was wäre dann so dein Lieblingsgear? Die FX3, also so wie ich es vorhin gezeigt habe, ich kann es gerne nochmal aufrufen. Die FX3, die hatte ich hier als Handheld aufgebaut. Auch so wie sie hier ist, würde ich sie direkt mitnehmen. Also das ist wirklich meine Main-Kamera, damit kann ich alles abdecken. Das ist gerade mit diesem Active Stubby von Sony mittlerweile, hat man die Möglichkeit, wenn man auch so ein bisschen das Laufen lernt, also das gehört ja auch dazu, Gimbal-Läufe und auch aus der Hand zu laufen mit einer ruhigen Bewegung, dann kann ich fast schon Gimbal-Läufe imitieren und das finde ich schon ganz geil. Ach so, das heißt, du brauchst bei der, die hat so eine interne Stabilisierung, wo du quasi fast keinen Gimbal mehr brauchst. Richtig, also man merkt schon noch den Unterschied, wenn ich jetzt einen Gimbal nutze und wenn nicht, aber das ist ein starker Prozess, gerade auch, weil ich viel im Schnitt mache, weiß ich ungefähr, was ich dann am Ende brauche. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, wie hier zum Beispiel 4K 100 Frames oder 120 Frames zu filmen, habe ich dann ja im Nachgang noch die Möglichkeit, das auch zu stabilisieren im Programm. Das heißt, wenn ich damit 100 Frames filme, mir eine 25 Frames Timeline anbaue, habe ich die Möglichkeit, das vielfach zu entschleunigen. Und dadurch ist es so ruhig und so stabil quasi. Weil der erste Trick, den mir mal ein Filmer gegeben hat für geile Kamerafahrten. Er sagt, guck mal, ob du 120 Frames kannst und dann ziehst du einfach ganz schnell die Kamera und die stabilisiert sich hinter einfach und dann ziehst du wieder 25 Bilder runter und dann sieht es cool aus. Ja, genau, so ungefähr. welches Objektiv würdest du denn da drauf packen dann auf die FX3? Also ich habe jetzt das, man sieht es nicht, ein Tamron-Objektiv drauf, das ist das 35-150 F.2 2.8. Also man hat bis 50er Brennweite eine 2.0 auf Vollformat und dann geht es hoch Richtung 2.2, 2.5 und 2.8. Das Objektiv finde ich, für mich ist das beste Objektiv, was ich mit diesem Setup haben kann, weil man damit einfach alles abdeckt. Diese 35er Brennweite und diese 150er Brennweite haben einfach so viel Spielraum und das Bouquet ist so klasse von dem Objektiv, dass ich da einfach nichts anderes brauche. Also das finde ich echt so, also da ist super. Okay, cool. So, und dann fragt der Björn noch so deine ganze Hintergrundmusik und die Effekte. Wo ziehst du die her? Das ist ein jahrelanges Portfolio, was ich mir angesammelt habe. Die Musik natürlich, da bin ich bei vielen Plattformen angemeldet, wo ich halt auch einfach meine Lizenzen habe. Da bezahlt man jährlich oder monatlich seinen Betrag. Da hat man dann so und so viele Musiken frei oder Titel frei. Gibt es wirklich ganz, ganz viele Anbieter, je nachdem, was man halt möchte. Schnelle Musik, es gibt auch Anbieter, die machen so lahme Musik für MDR-Beiträge und sowas, aber das ist ja auch alles, hat ja auch alles seine Berechtigung. Ne? Und bei den Sounds ist es genauso. Also es gibt Leute, die bringen Soundpackages raus oder wie so ein LUT-Package. Man kennt es ja auch von Fotografie auch. Und da hat man halt einfach dann die Möglichkeit, sich das runterzuladen und zu kaufen. Und das habe ich halt öfters gemacht, jetzt über die 3 Jahre und 4 Jahre sogar in der Agentur noch mit. Immer was Neues gekauft. Und jetzt habe ich mittlerweile fast 1 Terabyte nur an Soundeffekten und irgendwelchen Übergängen. Das staut sich dann an. Also du umschiffst das Thema gerade so ein bisschen, du weigerst dich da gerade so einen Anbieter zu nennen. Ich kann da gerne Artlist nennen. Artlist ist so, wäre jetzt meine Wahl gewesen, dass die kosten irgendwie 300 Euro im Jahr oder sowas. Ja, 600. Ja, 600. 600. Ja, aber das ist okay. Genau, und da gibt es noch Epidemic Sounds. Die sind, finde ich, auch ganz geil. Genau. Die machen viel in amerikanischen YouTube-Bereich. Die haben ganz, ganz viel, auch so die ganzen großen Filmmaker, YouTuber, die haben alle Epidemic, die machen ja auch ständig Werbung dafür.
also die Titel, die dort abgespielt werden, die sind schon radioreif. Also die sind sehr qualitativ hochwertig. Ja, also die Musik bei Atlas, die haben auch Geräusche und so. Das ist genau, die haben auch Sound, die haben Sound, genau, die haben auch so Soundeffekte. Genau. Richtig. Und was so Übergänge und sowas angeht, habe ich mich immer bei motionvfx.com bedient. Kennst du die? Oh, das sagt mir gar nichts. Das ist vor meiner Zeit. Die machen so Final Cut und Adobe Premiere. Die haben so auch geile Templates, wenn man schnell was braucht. Man will nicht viel fummeln, ist nicht viel Budget und du brauchst nur ganz schnell irgendwie so einen coolen... Ah, cool. Dafür habe ich Envato. Da kann ich auch Envato empfehlen. Die kosten auch, die 212 Euro, glaube ich, im Jahr. Und da sind so viele Templates dabei, gerade auch für Bauchbinden und sowas, wo es mal ein bisschen schneller gehen muss, kann ich auch empfehlen. Das ist echt super. Mhm. Du hattest eigentlich noch was vorbereitet, aber hier kommen so viele Fragen rein. Hau raus, also gerne. Also ich bin für alles offen. Angefangen und sowas und hast du dir das alles selbst beigebracht, will Jan Ole wissen? Ja. Also hast du YouTube-Videos geguckt oder Workshops besucht oder? Richtig. Das war ja der Grund, ich habe ja durch meine Rentenversicherung, durch diesen Unfall quasi eine Umschulung bekommen, weil ich nicht mehr in meinem alten Beruf, ich habe Industriemechaniker gelernt, habe quasi Maschinen und Roboter repariert, durfte ich nicht weiterführen. Einfach weil es zu viel Belastung für das Knie ist, haben sie gesagt. Ob das jetzt so ist, ist immer dahingestellt, aber es war halt so. Und dadurch hatte ich halt die Möglichkeit, an einer Umschulung teilzunehmen und habe mich dann in der Agentur mehr oder weniger beworben. Das war mehr so an der Diskothek getroffen. Ey, du machst doch Filme und du wirst doch der Fahrradfahrer. Ja, ich habe auch Bock, Filme zu machen. Ja, dann komm doch mal vorbei. Ja. Und dadurch kam es entstanden, hatte ich auch einen Arbeitsvertrag bekommen und alles. Und da habe ich viel gelernt, einfach aus dem Grund, dass ich mit iMovie dorthin gekommen bin und dann hieß es, ja, schneid mal was zusammen. Wir haben jetzt für die Gartenschau hier in der Umgebung viele Videos, die müssen geschnitten werden. Hier hast du Adobe. Ja, und dann war das für mich eine völlig neue Welt. Also völlig neu. Ich habe nichts hinbekommen. So ein bisschen diese Standardsachen wie Clips reinladen, mal ein bisschen was beschleunigen, Übergänge und so, das ging. Aber so diese Vielfalt, die man mit diesem Programm damals hatte oder jetzt auch hat, im Vergleich zu iMovie, war für mich wow. Okay, und wie hast du dich da reingearbeitet? Einfach Learning by Doing? Ja. Genau, Learning by Doing. Viel YouTube geguckt. Also das war so mein Step. Viel YouTube geguckt. Gibt es da einen Kanal, den du empfehlen kannst? Ja, was heißt empfehlen? Mittlerweile sind viele Leute einfach auch von, also es gibt von Adobe sogar direkt einen richtigen YouTube-Kanal, den kann ich definitiv empfehlen. Der ist aber, glaube ich, kostenpflichtig. Ich glaube, da muss man Summe X bezahlen, damit man so diese ganzen How-Tos bekommt. Mhm. Und auch die Creative Cloud, die man von Adobe bekommt, also wenn man da angemeldet ist und auch die Lizenz dazu hat, die bietet einem mittlerweile auch so viel Weiterbildungsmöglichkeiten an und Video-Tutorials, dass ich das eigentlich schon fast mehr empfehlen würde als YouTube. Mhm. Weil man da einfach diese Basics bekommt und keinen kreativen Input von anderen YouTubern, weil pass auf, machen wir es mal so, es gibt einen YouTuber, der heißt Daniel Schiffer. Das war so quasi meine Vorlage für alles. Der ist ziemlich berühmt, macht jetzt leider nicht mehr so viel, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen überfordert ist mit der Reichweite, die er hat. Er hat jetzt, glaube ich, 2 Millionen Abonnenten bei YouTube. Okay. Das ging von einem Jahr aufs andere. Das war wirklich Wahnsinn. Den kann ich empfehlen, wenn ihr da irgendwie Fragen habt. Googelt mal Daniel Schiffer, da müsste eigentlich schon so ein bisschen was aufploppen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist mit dieser Creative Cloud, wenn da so diese Stunnies beigebracht werden, da hat man noch nicht so viel Input von außen. Das heißt, man versucht sich nicht an anderen Leuten zu messen, sondern man geht seinen eigenen Weg. Man lernt, wie man die Schnitte macht, aber man lernt nicht, wie man kreativ arbeitet. Und ich finde es wichtig, das selber zu entwickeln. Mhm. Ich persönlich. Ja, da ist was dran. Der Pascal, also ich muss ja einfach, weil ich die Zeit, und du hast noch ein bisschen was mitgebracht, wir wollen noch was angucken. Aber weißt du was, ich überspringe mal die Fragen, die hauen wir am Ende noch mit dran. Ja. Du zeigst uns mal lieber noch ein bisschen, weil du noch ein bisschen was mitgebracht hast, dass wir hier auch noch ein bisschen Content haben. Entschuldigung, ich habe noch einer meiner ersten Carpons, die ich damals gemacht habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, würde ich gerne mal zeigen, weil das war damals so auf dem Level, wo alle gesagt haben, wow, das ist ja was völlig anderes, würde ich gerne auch so können. Mhm. Und dadurch bin ich so ein bisschen auch in diese Schiene mit reingerutscht. Okay. Und ich muss es kurz öffnen. Well,
finish it, I'm about to get my seat. Every man want piece of me. Cause them a papa, them a bun. Man want rhyme behind me, me have to move time, don't see. I'm looking for my brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer in the shop. Bossy, Bossy, Godfather, in a OG, and a half humble, in a Bossy. Bring a rag, a rhythm, it's so free. Sehr geil. Das ist auch wieder so. Ich bin überhaupt kein Autofan, aber wenn ich das sehe, kriege ich echt Bock. Also das ist wirklich. Ja, ja. Das finde ich auch mal. Also das war auch das, was mich interessiert hat. So die Autos an sich, da bin ich jetzt auch nicht wirklich so. Ja, ist halt so jeden Seins. Aber so diese Möglichkeiten, die man damit hat. Die Leute finden halt die Auto cool und du hast die Möglichkeit, das irgendwie cool umzusetzen oder in Szene zu setzen. Und man kann sich halt voll kreativ austoben, finde ich. Also da hat man echt die Möglichkeiten, das irgendwie schon schön umzusetzen, ja. Ja, und das war so ein bisschen dein erstes, oder dein... Ja, genau, richtig, ne? Das war so... Projekte. Ja, und das fanden damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, schon so Leute, so, wo sie gesagt haben, okay, cool, das war neu. Und das ja, war nicht nur das, neu. Vor allem, wenn da einer um die Ecke kommt, der quasi noch unerfahren ist und... Genau. Ja, das war wahrscheinlich auch dieser Hauptfaktor, so von wegen, ah, okay... Das große Ding war einfach, was mir jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt mit den neuen Kameras, das war alles damals in 25 Frames gefilmt. Mhm. Also 4K 25 Frames. Willst du heute auch nicht mehr machen? Ne? Bitte? Willst du heute auch nicht mehr machen? Auf gar keinen Fall. Weil einfach viel Postproduktion dabei drin steckt, dass man das einfach so stabilisiert bekommt, einfach auch die Übergänge so hinbekommt und diese Speedramps, weil diese 25 Frames bieten einfach ganz wenig Möglichkeiten, das zu stabilisieren. Je mehr Frames man hat, desto stabiler wird das Video. So ein kleines How-To. Apropos, gibst du denn auch so Coachings oder Einzel- oder Workshops oder sowas? Eigentlich gar nicht, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dazu habe. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen über YouTube, aber das ist vom Zeitmanagement her fast nicht mehr möglich, weil man hat ja so einen großen Anspruch auch für sich selbst, dass man da so viel Zeit investiert, dass man da einfach für raus ist. Also ich zumindest. Wie lange hat denn das Video eben der Carporn gedauert? So von der wahnsinnig lange. Geschnitten habe ich da, glaube ich, über 15 Stunden. Oh, das für ist eine Minute. Finde ich jetzt nicht viel irgendwie, ehrlich. Ja, gesagt. Okay. Ja. Ich war es halt von der Agentur gewohnt, andere Deadlines zu haben und andere Zeitvorgaben. Da ist ja natürlich alles strukturierter. Hier, du hast für jetzt den Imagefilm 10 Stunden Zeit, knall was raus, alles, was drüber geht, geht uns ins Budget. Das ist einfach so die Kehrseite von dem Agenturleben, aber das verstehe ich auch, weil da einfach mehr Leute mit dranhängen. Ja, das war aber so 15 Stunden fand ich schon viel für so einen Minüter. Also, ja. Ja, also ich weiß nicht, na gut, ich fummel da länger. Sebastian fragt, ob du Lutz für die Color Correction nimmst und Empfehlungen hast. Habe ich auch. Erklär erst mal, was ein Lutz ist, für die es nicht wissen. Genau, also so ein LUT oder LUT ist quasi, also die Kamera nimmt quasi die Datei auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eine A7S III benutzen, weil das so mit meiner Main-Kamera ist. Die hat S-Log 3. Das ist quasi ein Profil in 10-Bit Intra-Codec. Das hat viele Informationen beim Aufschreiben, ist aber trotzdem noch ein Stück komprimiert. Und das, wenn man das wiedergibt in einem Programm oder sich das anschaut, wirkt das relativ flach. Also man hat keine Kontraste, keine Sättigung und auch die Belichtung ist da noch relativ okay. Und mit einem LUT hat man die Möglichkeit, das Profil so ein bisschen aufzufrischen. Also so eine Grundbereinigung schon, dass man Kontrast drin hat, dass man Sättigung drin hat, dass man schon so ein bisschen sieht, wo sind die Tiefen, was brennt mir weg oder was kommt wieder raus, je nachdem, wie man es aufgenommen hat. Und da habe ich auch mittlerweile schon ein großes Portfolio gesammelt über die Zeit. Da bietet zum Beispiel auch Sony auf den Seiten an, bei den Download- oder Support-Ordnern, dass man da halt einfach schon vorgefertigte LUTs bekommt für die A7S III, S-Log 3, je nachdem, was man vom Profil hat. Und das würde ich jedem empfehlen, je nachdem, was man von der Kamera hat, Canon, Sony oder Nikon, je nachdem, einfach auf den Seiten an sich zu schauen, ob da schon was vorgefertigt runterzuladen gibt. Der Pascal fragt, ob du immer schon ein Display benutzt hast wie Ninja oder ob du da Alternativen hast. Also würdest du da eher über einen Rekorder gehen gleich oder nur Display? Wie ist da dein Konzept? Also anfangs hatte ich auch immer ein Display. Mittlerweile ist es so, dass ich auch überall einen großen Monitor drauf habe, nicht direkt einen Rekorder, weil ich einfach von den Sonys so überzeugt bin, dass ich da, also jetzt wirklich, meine ich wirklich ernst, dass ich da einfach keinen Rekorder zu brauche. Also die machen so tolle Arbeit mit den, ich meine, die TAF-Karten, das ist natürlich ein Streitthema für mich persönlich, weil die einfach für die Datengeschwindigkeiten schon ziemlich teuer sind, dass man das auch dann schreiben kann. Deswegen würde ich da trotzdem von dem Rekorder abraten, weil
ist einfach viel zu viel Workflow mit dran. Einfach einen großen Display kann ich empfehlen, einfach um zu sehen. Da würde ich auch ein bisschen mehr ins Geld greifen, weil da hat man auch Möglichkeiten, sich schon LUTs mit draufzulegen, um zu sehen, wie das Footage aussieht. Einfach auch die Brightness sich anzeigen zu lassen, Schärfeverlagerung und auch die Schärfe an sich. Einfach ein größerer Monitor bringt einfach mehr Gefühl für das Footage, was man da gerade aufnimmt. Was hast du da für eine Empfehlung für einen Monitor? Atomos. Ich benutze fast nur Atomos. Okay. Also da bin ich sehr von überzeugt. Ich habe zwei Shinobis jetzt mittlerweile für die A7S3 und für die FX3. Die sind völlig ausreichend für mich. Für die Anfänge reichen aber auch die Displays, muss man ehrlich sagen. Also man muss ja nicht gleich alles sofort kaufen und perfekt benutzen wollen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal so die Kamera kennenlernen. Ein anonymer Zuschauer fragt bei der Musik, also wenn ich mal was drehe oder was mitnehme, habe ich einen Song im Kopf und weiß schon irgendwie, was ich für Bilder suche für den Song. Auch bei dem Carporn, hast du da von vornherein den Song gehabt und daraufhin quasi, oder wie läuft das ab bei dir? Das ist eine interessante Frage, die hatte ich letzte Woche auch mit einem Kollegen, weil der nämlich so rangeht, der sucht sich die Musik vorher raus nach dem Kundengespräch und fängt dann danach an zu drehen. Meine Devise ist, vielleicht auch sogar mein Rat, auch durch meine Erfahrung, die ich jetzt habe, sich darüber noch gar keine Waffe zu machen oder gar keinen Kopf zu machen, sondern einfach erstmal losgehen, das Projekt abarbeiten, drehen. Mhm. Denn durch die Musik, die man dann im Schnitt verwendet, ist man einfach, also die Musik macht einfach den Film aus, die bestimmt den Mut, die bestimmt die Dynamik, die bestimmt so ein bisschen die Herangehensweise, was der Film ausdrücken soll. Und das ist so, so wichtig, eigentlich mit das Wichtigste am ganzen Film, Musik und Sound, dass man da einfach vorsichtig sein muss, bevor man mit Musik schon versucht, danach zu drehen. Damit kann man einfach viel, viel kaputt machen, bin ich der Meinung. Okay. Ja, deswegen, ich suche das meiste mal erst raus, wenn ich das Footage vor mir liegen habe. Ich gucke mir die Clips dann an, die ich da gedreht habe, und dann weiß ich, okay, das war schon ziemlich schnell und dynamisch gedreht, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ah, da passt ein schneller Song. Ja. Nimmst du denn, wenn du jetzt vor Ort bist und drehst, mehrere, also du weißt jetzt, du brauchst die und die Einstellung, du musst einmal von mir aus jetzt die Halle von dem Mittelständler irgendwie mitnehmen. Machst du da, dass du einmal schnell durchgehst, einmal langsam, einmal so, dass du gleich mehrere Versionen hast, oder weißt du schon, ich habe jetzt hier mein Das Shot, ist ein interessantes Thema. Das ist ein sehr interessantes Thema, deswegen habe ich auch zwei Kameras mittlerweile, die FX3 und die A7S3. Die A7S3 ist meistens immer mit einem Weitwinkel, 17-28 habe ich da drauf, auf meinem Gimbal drauf, fest. Die wird auch nicht abgebaut, und meine Handheld ist halt das 35-150 mit der FX3. Damit kann ich halt einfach so schnell wie möglich so viel verschiedene Perspektiven und Brennweiten einfangen, wie es nur geht. Ich muss nicht jedes Mal die Kamera vom Gimbal abbauen auf Handheld, sondern kann einfach sagen, ich stelle das jetzt hin, mein Gimbal, habe jetzt einen Weitwinkel gemacht, und kann die Handheld-Kamera nehmen und dann nochmal vielleicht eine Nah- oder ein Close-Up mit reinfangen. Meine Grundregel ist einfach, eine Volltotale von dem Objekt zu filmen oder von der Situation, eine Halbtotale und ein Close-Up. Damit ist man im Schnitt einfach erstmal safe. Was alles anderes passiert, ist erstmal so, ja, das ergibt sich dann einfach. Wie lang sind deine Clips, wenn du die aufnimmst? Wie viele Sekunden? Kommt nur mal auf die Situation drauf an, aber eigentlich schon so kurz wie möglich. Also wenn ich weiß, nehmen wir mal eine Halle, ich muss dann eine Halle filmen, dann mache ich einen Weitwinkel drauf und mache erstmal den Gang. Film grundsätzlich immer mit 50 Bildern oder 100, und dann laufe ich dann erstmal los, so dass man einfach vielleicht 10, 15 Sekunden erstmal nur geradeaus diesen Lauf hat. Wenn ich aber weiß, wie vorhin schon erwähnt, mit diesen dynamischen Schnitten, dass ich daraus eine Transition machen kann, also quasi eine Beschleunigung dieses Clips, dann setze ich das schon vor Ort so um, dass ich da definitiv immer länger filme, als ich es eigentlich brauche. Ja. Weil damit hat man dann genug Material im Nachgang nochmal damit zu arbeiten. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir wirklich nur noch 4 Minuten. Du hast noch einen geilen Film dabei. Ich will wenigstens noch mal einen Film sehen, und dann komme ich zur Abschlussfrage. Ja, gerne. Solange kannst du gleich mal dem Alfred noch erzählen, ob du den Effekt am Lenkrad selbst gemacht hast oder ob das ein fertiger ist. Genau, hatte ich alles selber gebaut. Also ich baue grundsätzlich alles in Premiere selber. Ich bin weg von diesen von diesen Elementen, die man kaufen kann. Ich finde einfach, irgendwann hat man das Know-how und weiß dann ungefähr, wie man das machen kann. Mit Einstellungsebenen hat man da mittlerweile so viele Möglichkeiten, das alles gut rüberzubringen und auch so herzustellen, dass man dann halt einfach selber in der Lage ist, das zu bauen. Ja. Ja. Okay, dann zeig uns nochmal einen Film hier. Er bedankt sich schon, der Anonyme, und sagt, gerne. Ihr könnt auch eine Stunde zuhören. Ich könnte auch noch eine Stunde mit dir labern, so ist es nicht. Nein, lass doch eine Stunde dranhängen. Nein, Spaß. Ich zeige euch mal was aus dem Kliemannsland. Ich glaube, Finn Kliemann kennen auch mittlerweile viele Leute. Ist auch ein ziemlich cooler Artist. Und da hat er eine 5-Jahres-Feier gehabt. Da war ich auch wieder mit dem DJ unterwegs. Und das war auch ziemlich
Run and Gun, einfach so halt mal drauf, und daraus hatte ich dann ein Video produziert und geschnitten für mich selber, nur für Instagram. Mhm. Und auf einmal ruft mich Finn Kliemann an. Er ist ja auch schon eine Ikone mit 1 Million Follower auf Instagram und ja. YouTube auch. Und meinte so, ey, ich brauche das Video für meinen Blog. Ja, okay, krass. Ja. Ja, ich zeig's mal. Cooler Typ. I'm ready to kick your ass out of the world. Hammergeil, hammer, hammergeil, wirklich. Ja. Das ist absolut cool. Mein lieber Pascal, wir haben noch 2 Minuten und du bist eine Inspiration für viele. Das klingt schön. Du hast jetzt in den 2 Jahren viele Erfahrungen gesammelt schon und bist recht weit vorwärts gekommen. Was war denn so der Fehler oder der Punkt, von dem du am meisten gelernt hast? Da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute lachen, wenn ich das anspreche. Ich habe letztes Jahr, es ist ein großes, komplexes Thema, für eine Influencerin aus New York eine Videoproduktion geschnitten. War auch ziemlich krass, so vom Aufwand her. Also die hatten da 2 Wochen Dreh in New York, sie kommt auch selber aus New York. Und sie hatte den Kameramann von Woody Allen gekauft. Woody Allen hat quasi seinen eigenen Kameramann, der ihn so ein bisschen begleitet, wahrscheinlich Social Media und bla bla bla. Und da hatte ich sehr krasse Erwartungshaltungen und habe gedacht, cool, ich darf das schneiden, möchte 2 9-Minuten haben, Summe X. Ich hatte 5 Tage kalkuliert. Mhm. Gerade Amerika gibt es ja auch keine Steuer und so, da ist immer alles ein bisschen schwieriger, auch mit uns in Deutschland dann als Rechnung zu umgehen. Da hatte ich dann 5 Tage kalkuliert und schlussendlich war ich im Schnitt einen vollen Monat. Oh. Einen vollen Monat. Weil so viele Korrekturstufen waren oder woran? Ja, genau, richtig, richtig. Der Kameramann von Woody Allen hat so miserabel abgeliefert. Der hat in S-Log 2 gefilmt mit der A7 III und hat einfach komplett vergessen, wie man S-Log 2 belichtet. Da muss man natürlich drauf achten. Hat keine Stabilisierung benutzt. Also sie hatten so Hubschrauber-Rundflüge gemacht, 3 Stück an der Zahl. Und er saß halt in dem Hubschrauber mit der Kamera in der Hand und keine Stabilisierung, nichts angehabt. Und das hat halt erst gewackelt. Und das sollten quasi die Drohnenflüge ersetzen, weil die keine Drohne fliegen durften in New York. Ich sag euch, dir muss ich es nicht erklären, aber die kochen alle nur mit Wasser. Ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ich dachte, ist so. Das ist so, je größer der Name, desto enttäuschter ist man manchmal. Ja. Pascal, wir sind schon am Ende, aber für alle die jetzt noch ganz viele Fragen haben, vor allem so über die technische Umsetzung und was benutzt ihr da? Du hast mit dem Dennis zusammen unglaublich geile Tutorials gemacht für ja. Sony, die man auf euren YouTube-Channel sich einfach angucken kann, wo ihr sehr ins Detail auch geht, oder? Richtig, ja, richtig, richtig. Beim Dennis kann man das alles finden. Da gibt es wirklich gute Erklärungen, gerade von den Kameras mit den neuen Menüs und auch die Mikrofone, die jetzt Sony auch rausgebracht hat, die ja wirklich empfehlenswert sind. Diese Digitalmikrofone, ne? Die sind cool. Ja, Wahnsinn. Also bin ich sehr von überzeugt. Richtig gut. Genau, also müsst einfach mal schauen. Wenn ihr noch mal viel, viel mehr ins Detail gehen wollt und erfahren wollt, wie genau man da jetzt vorgehen muss, Dennis Schmelz, YouTube-Channel, du hattest deine Finger da auch mit im Spiel. Genau. Guckt es euch an, ihr werdet eine Menge, Menge lernen. Mein lieber Pascal, ich hoffe sehr, dass ich irgendwann mal eine Produktion habe, wo ich dich irgendwie mit dazu holen kann. Und ich würde mich freuen. Mich würde es riesig freuen, mit dir mal irgendwas anzustellen. Schön. Ich danke dir für diese wundervolle, kurzweilige Stunde. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ja, und ich auch. Ich fand es super schnell. Also ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das schon vorbei ist. Also wir hatten ja noch viel geplant. Also wirklich. Wenn ich das nächste Mal nach München fahre und wieder Erfurt am Rand sehe, dann nehme ich mir mal. Komm uns besuchen. Ich und Dennis haben immer Platz für dich. So, dann komme ich einfach vorbei. Schön. Pascal, ganz, ganz lieben Dank.